Moin moin liebe FC24-Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Player-Review. Heute geht es um den Ciro Immobile, der eine Winter-Wildcard bekommen hat. Ja, unglaublich aber wahr, der Mann, der damals bei Dortmund verschollen gegangen ist und nie zum Essen eingeladen wurde, bekommt jetzt eine Winter-Wildcard, die ziemlich okay aussieht. So können wir es, glaube ich, festhalten. Aber allem voran hat sie wieder unfassbar viele Dislikes auf Footbin. Also, ist das Ganze gerecht oder nicht? Ist das eine 160k wert? Ja oder nein? Lass uns das herausfinden. Deswegen abonniere gerne den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Lass gerne ein Like und einen Kommentar, um mich wissen zu lassen, was deine Meinung zu Immobile ist. Und falls du ihn schon abgeschlossen hast, hast du ihn gespielt? Und wenn ja, wie hat er dir gefallen? Denn ich bin ganz ehrlich, nachdem ich Lukas Podolski gespielt habe und ich habe gesehen, dass Immobile ein Upgrade bekommen hat auf 4,5, dachte ich mir, okay, der könnte für mich eine ganze Ecke interessanter werden als Lukas Podolski. Der hat mir nämlich gar nicht getaugt, weil ich ihn einfach mit 68 Antritt viel zu langsam fand und er häufig auf den ersten Metern den Ball verloren hat. Aber halten wir ganz kurz fest. Er ist 1,85 High Media Work Rates. Wie gerade erwähnt, 4 Sterne Skills, 5 Sterne Weak Foot und er hat bei mir in 15 Spielen 33 Tore und 7 Vorlagen geschossen. Das Ganze war im Division Rivals und in der Weekend League Quali. Machen wir weiter mit seinen Attributen. Mit 88 Antritt, 90 Sprintgeschwindigkeit, muss ich sagen, sieht das Ganze recht sexy aus. Hat 95 Stellungsspiel, 94 Abschluss, 89 Schusskraft, 83 Weiterschuss. Das ist natürlich für die Powershots ein bisschen kontraproduktiv. Das hat man teils auch gemerkt. Aber gerade im 16er, heilige Scheiße, auf Basic, absolute Rockets. Seine Passstats sind komplett in Ordnung. Er kommt auf 74 Übersicht, hat 85 Kurzpass, 81 langer Pass. Leider Gottes ein bisschen wenig Effekt mit 73. Hat dann Dribbling-Stats, die meisten wahrscheinlich abschrecken werden, gerade zum Preis von knapp 160k. 78 Beweglichkeit, meh. 87 Balance und 88 Reaction. Okay, damit kann man arbeiten. Dann kommen allerdings wieder 83 Ballkontrolle, 80 Dribbling und nur 83 Ruhe. Und das hat man definitiv manchmal gemerkt. Trotzdem hat er 90 Kopfballpräzision, 92 Sprungkraft, 84 Ausdauer, 77 Stärke, 76 Aggression. Auch da kann man sagen, hätte er ruhig ein bisschen mehr Physis haben können. Auf der Playstyle-Seite hat er den angeschnittenen Schuss, er hat den Powershot, er hat Powerkopfball und First Touch. Danach war's das. Leider hat er kein Relentless, also dass er in Anführungsstrichen unendlich Ausdauer hat. Wobei, darauf wollte ich gar nicht hinaus, sorry, komplett dämlich. Kein Press Proven. Das hätte ihm nämlich immens weitergeholfen mit seinem Bodytype und auch mit seinen Dribbling-Stats. Aber ich kann euch jetzt schon sagen, wie ihr es an der Statistik gesehen habt, er hat sich deutlich besser spielen lassen, als ich gedacht hätte. Allem voran auf Basic. Denn hier ist wieder der Schlüssel gewesen, dass ich ihn auf Basic, Hunter, Catalyst, Hawk, Artist, Finisher und ich habe ihn auf Engine gespielt und auf Marksman. Mir haben persönlich Basic und Marksman am besten gefallen, weil sein Bodytype einfach sehr sauber von den Dribbling-Stats, die er bekommen hat, profitiert hat. Einfach noch von der Beweglichkeit. Und dadurch, dass er einen kompletten Scan hat, er müsste, glaube ich, einen Unique-Bodytype haben. Ich gucke das mal ganz schnell nach bei Footbim. Zumindest sieht der In-Game relativ cool aus. Genauso, wie er halt in Real Life wirklich aussieht. Ja, sein Bodytype ist unique. Das merkt man, davon profitiert er immens. Ansonsten ist er 1,85 mit 85 Kilo. Das könnte High Average sein oder generell Average sein, das Bodytype. Müssen wir mal gucken. Das heißt, er ist in einigen Situationen richtig, richtig schnell geworden und den Gegnern gut weggelaufen. Und das Ganze gucken wir uns jetzt nämlich in den Highlights an, wo ich mir selber wirklich sagen muss, okay, die Karte hat Spaß gemacht zu spielen. Na, denn er kam in diversen Situationen ohne Probleme in die Spots, dass er auch mal einen Van Dijk etc. stehen lassen konnte. Hier sehen wir, by the way, seinen Face-Scan. Das macht keinen schlechten Eindruck, oder? Haben im selben Atemzug im Team hier noch den Alaba gespielt, der hier gerade ein bisschen zu tief in die Sonne geguckt hat. Die neue Puteas. Das war schon eine sexy Angelegenheit. Na, und so bin ich dann eigentlich meistens vorgegangen. Ich habe probiert, gerade auf Basic, wo ich gemerkt habe, dass mir Basic am besten gefallen hat, habe ich ihn dann am Ende nur noch auf Basic gespielt. Habe ich ihn geschickt. Man hat den First Touch mit ihm gemacht oder ist direkt in den Powershot gegangen. Und das waren dann absolute Rockets. Und das hat richtig, richtig gut funktioniert. Ich habe dann wiederum auch in der Zwischenzeit verplant, dass er 4 Sterne Skills hat. Das heißt, ich habe nicht ein einziges Mal irgendeinen großartigen Skill-Move mit ihm gemacht. Außer mal eine Ballrolle und vielleicht mal einen kleinen Übersteiger. Und dann war's das. Hier haben wir zum Beispiel den Varan, welcher in einer SBC war. Ich glaube, das war der Varan Inform und dann ein Team of the Week Upgrade, wenn ich mich nicht täusche. Den lässt Immobile komplett stehen. Dann gehen wir für den Trivella. Leider Gottes ist der Ball nicht ganz so gefährlich gekommen. Aber so verkehrt war es nicht. Wir kriegen ihn wieder. Immobile geht nicht zu Boden. Wir gehen für den Powershot. Klappt leider nicht. Aber er war direkt wieder da, um sich zu positionieren. Und die Runs und die Art und Weise, wie er sich positioniert hat, muss ich sagen, hat mir wirklich gut gefallen bei Immobile. Und dann habe ich angefangen zu merken, okay, der spielt sich deutlich besser, als er aussieht. Gerade eben von seinem Dribbling. Und in der Art und Weise, wie er eben nun mal beschleunigt. Und das war mit Engine einfach, beziehungsweise mit Basic einfach am besten. Man hat bei den anderen Chemstyles immer gemerkt, dass irgendwas gefehlt hat.
Ich dachte mir dann irgendwann, okay, ich probiere mal Hunter aus. Aber dann ist er ein bisschen zu unbeweglich geworden. Aber so diese Mischung aus, er kriegt seinen Sprintspeed auf 94 mit seinem Bodytype und den Dribbling-Stats, die überall ein bisschen hochgehen mit Basic. Ja, war das richtig gut. Hier auch wieder. Ein guter First Touch. Der Ball verspringt zwar ganz leicht, aber er kann ihn trotzdem ohne Probleme kontrollieren. Kann den Step am Verteidiger dran vorbeigehen, macht den Schuss und dann verwandelt er eigentlich alles. Der Schuss fühlt sich ziemlich konstant an. Nicht 99 Ruhekonstant, wie es teils bei einem Balotelli sein könnte. Bei Balotelli muss man auch noch ganz klar sagen, ist das größte Problem, ne? Die generell noch niedrigen Stats, wo er noch ein bisschen Luft nach oben ist. Aber ich glaube, vom Bodytype her kann man den fast in eine Kategorie ähnlich wie Balotelli stecken, wo man im ersten Moment denkt, okay, das ist eigentlich ein sehr bulliger Typ, der physisch deutlich mehr auf dem Kasten hat, aber wahrscheinlich dribbeltechnisch nicht ganz so stark sich anfühlt. Und bei Balotelli wurde ich trotzdem positiv überrascht, weil ich dachte, die 99 Devs sind Bluff. Und so dachte ich natürlich auch, dass wenn die 99 Dribbling notwendig sind bei Balotelli, oh, was wäre notwendig, um Immobile sauber laufen zu lassen? Und hier, wie gesagt, muss ich sagen, bin ich positiv überrascht. Ob er jetzt die 160k wert ist, das muss jeder für sich entscheiden. Wenn man aber Fan von einer Serie A ist und gerne auch mal mit dem Spieler hier herumhantieren möchte, seht ihr, da war er zum Beispiel gerade noch auf Marksman, dann kann man das definitiv machen. Marksman hat sich auch super angefühlt. Wie gesagt, da war das Problem einfach nur, dass er mir dann ganz, ganz bisschen zu langsam war. Weil man dann gemerkt hat, dass diese Spitze mit 94 Tempo einfach gefehlt hat. Da sind dann die Verteidiger wieder ein bisschen besser hinterhergekommen. Aber auch hier, gut dran vorbeigegangen. Er knallt das Ding rein, ohne Probleme. Und, na, wo ist es denn hier? Mann, jetzt zeigt mir doch in den letzten Frame. Ach, egal, ich glaube, der war immer noch auf Max. Müsste dieselbe Partie gewesen sein. So, jetzt kommen wir auch schon zum letzten Clip. Na, also, ihr merkt, ich bin positiv angetan von Immobile. Soll das jetzt heißen, dass man ihn unbedingt mitnehmen muss? Nein, hier auch wieder, das war gut. Na, ist gut an den Verteidigern vorbeigegangen. Also, diese Spitze mit 94, Sprintgeschwindigkeit merkt man definitiv. Gerade aber noch gepaart mit den Dribbling-Stats. Wie gesagt, auf Engine dachte ich dann, das könnte auch sexy werden. Da war er dann aber ein bisschen weird vom Abschluss, hat sich nicht mehr ganz so gut bewegt. Und bei Finisher und Artist war es ganz komisch. Da hat er sich ganz, 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 ganz fragwürdig angefühlt. Also es ist eine sehr, sehr eigenartige Karte in der Art und Weise, wie die Stats miteinander interagieren. Hier, wenn man nochmal die Animation sieht, er nimmt den Ball an und tappt den direkt mit links rein. Coole Sache. Also, ich bin positiv angetan von Immobile. Er ist kein No-Brainer. Ich kann absolut verstehen, dass er negative Bewertung hat, weil er auf den ersten Blick deutlich schlechter aussieht, als er sich eigentlich irgendwo spielen lässt. Würde ich ihn jetzt im Hernandez bevorzugen? Nein, das würde ich nicht sagen. Hernandez war nochmal einfacher zu spielen, hatte zwar nicht die 5 Sterne Weakfoot, war aber nochmal ein bisschen schneller und war nochmal ein bisschen glitschiger, wie er an den Gegnern dran vorbeigegangen ist. Wenn du ihn aber Bock hast abzuschließen, glaube ich, dass du in der Regel positiv überrascht wirst. Probier gerne mit den Playstyles aus oder Cam-Styles. Ich würde aber einfach an behaupten, dass Basic auf ihn am besten oder am sinnigsten war. So, Jungs und Mädels, das war es von meiner Seite aus. Jetzt habe ich mich gerade mehrfach versprochen, es tut mir leid. Ich würde mich freuen, wenn wir uns im Stream wiedersehen. Checkt das ab, kommt gerne vorbei, twitch.tv/diehan. Und bis dahin, haut da rein, peace, 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 see ya.